Bueno, la decisión fue es que yo quiero estudiar en el extranjero, entonces para eso necesitaba el Abitur, porque en las universidades en Europa es más fácil tener un puesto en la universidad teniendo el Abitur. Bueno, lo que a mí en lo personal me ayudó muchísimo era de hecho ver videos en YouTube, y lo que igual me ayudó muchísimo es que con mis amigos hicimos como study groups donde todos nos juntábamos y estudiábamos juntos, y de hecho igual lo que nos ayudó mucho es que en algunas materias unos maestros hasta nos ayudaban, y si teníamos dudas o preguntas podíamos ir con ellos y bueno, ellos ya nos ayudaban y nos apoyaban en cualquier pregunta que teníamos. Das Colegio Humboldt in Puebla ist eine trilinguale, multikulturelle Begegnungsschule und hat den Titel Exzellente Auslandsschule zuerkannt bekommen. Daher werden neben dem mexikanischen Bachillerato, einem mexikanischen Abschluss, auch das deutsche internationale Abitur, DIA, sowie das Sprachdiplom 1 und 2 als Zertifizierung angeboten. Für ein Studium an einer englischsprachigen Universität kann das Cambridge Certificate erworben werden. Die große Bedeutung des Abiturs für die Schülerinnen lässt sich an der stetigen Zunahme der Schülerzahlen, die das Abitur erwerben wollen, gut erkennen. Das Colegio Humboldt ist Teil der Abiturregion 11 mit drei weiteren deutschen Schulen in Mexico City und weiteren Schulen in Zentralamerika. Bueno, ese día sí estaba un poco nerviosa, sí de repente uno llega a sentir nervios, pero una vez ya estando allá, como que me metí en una zona donde dije, todo tranquilo, estudié para eso, y ya estuve tranquila, escribí mi examen, lo presenté, igual los mündlichen los presenté, y y todo en orden. Nicht nur die Schüler der Oberstufe profitieren vom Abitur. Das gesamte Colegio Humboldt hat damit sein Profil geschärft. Der Wunsch, in einer Abiturklasse aufgenommen zu werden, entsteht schon in der Mittelstufe bei Eltern und Schülern. Das führt beispielsweise zu einem intensiveren Schüleraustausch mit Deutschland und Gastaufenthalten von mexikanischen Schülerinnen in deutschen Internaten. Die von der Studienberatung angebotene Unitour durch Deutschland ist seit Jahren bei Elfklässlern sehr beliebt. Die zunehmende Anzahl an Abiturienten bedeutet auch, dass am Colegio noch mehr aus Deutschland vermittelte Oberstufenlehrkräfte unterrichten. Davon profitieren natürlich Mittelstufenklassen ebenfalls, die schon ab der 7. Klasse die meisten Fächer auf Deutsch belegen können. Das Abitur ist so inzwischen zu einem festen Bestandteil des Schuljahres geworden. Davon zeugt zum Beispiel auch der große Prüfungssaal, der im Verwaltungsgebäude mit entsprechender Technik und Mobiliar ausgestattet wurde. Bueno, a mí me ayudó muchísimo, ya que yo quiero estudiar en el extranjero y el Abitur fue un gran beneficio para mí. Sobre todo igual de los costos de la UNIS, yo quiero estar en una uni privada y eso me ayudó teniendo el Abitur. Yo de consejo daría que sí se preparen bien, o sea que no es como que algo que simplemente puedas estudiar unos días antes, o sea sí se toma una preparación y entre más preparado uno está, entre más tranquilo debería de estar uno. Entonces la preparación siento que es lo más importante.